Ich bin Urs Ammann. Ich fahre für Tixi seit 16 Jahren, etwa 15, 16 Jahren. Tixi ist kein Job, Tixi ist wirklich eine Berufung. Es ist etwas, wo man angefangen hat, um mal aushelfen, weil es dringend Fahrer gebraucht haben. Und in der Zwischenzeit ist es Bestandteil des Lebens, etwas weitergeben für andere Menschen, nette Leute kennenlernen, den Kanton Zürich kennenlernen. Eine gute Sache. Hallo Urs. Weil Tixi ja kein Job ist, sondern ist wirklich freiwillige Arbeit, erwarten wir nichts zurück. Aber man bekommt doch immer direkt Feedback von den Fahrgästen über das ganze Tixi-Team. Ist ja, wie eine Familie, wo man dazugehört. Wir machen jährlich 1,4 Millionen Kilometer und haben mir schon Gedanken gemacht, umweltschonender unterwegs zu sein. Dank EKZ sind wir vor 7 Jahren zu einer grossen Möglichkeit gekommen, dass wir mit einem rollstuhlgängigen Elektroauto unseren Fahrdienst anbieten. Ja, für uns ist sicher auch, dass wir ökologisch oder auch energieeffizient und schlussendlich auch kostensparender unterwegs sein. Es hat natürlich speziell müssen installiert werden in der Garage, aber es ist ein einfacher Handgriff. Wir lassen ihn über Nacht dort angehängt, am Morgen ist er geladen. Die Zukunft sehen wir sehr positiv. Wir haben länger recherchiert für einen Ersatz, weil die Autos sind 7-jährig und werden ausrangiert. Wir haben uns nochmal entschieden für einen Renault Kangoo. Das ist das Optimalste, das wir im tagtäglichen Gebrauch nutzen können. Die Reichweite ist jetzt bis über 200 km. Das ist sehr positiv. Und bereits ist, wir haben 2 bestellt und sind ausgeliefert worden. Einer davon ist bereits in Holland für den Umbau von der Ampel. Der Fahrgast muss sich wohlfühlen im Auto. Das tut er sich im Auto. Eben wie es halt auch anders ist für ein Gespräch mit dem Fahrer. Ja, schön. Ich finde die Tipps. Taxi finde ich für mich persönlich gut. Ja, Also auf jeden Fall ist es eine Herzenssache. Man ist als freiwilliger Fahrer für Menschen mit einer Behinderung da, wo man einfach ihre Mobilität zu ermöglichen. Ich glaube, ich werde noch ein Zeit dabei bleiben.